So, herzlich willkommen zurück. Dann müssen wir mal ganz kurz hier in einen von meinen alten Folgen reinschauen. Das ist bei minus 450 und minus 230. So. Okay. Minus 450 und minus 230. Guck mal, wir gehen da schon in die falsche Richtung. Ist in der Richtung. Wait, what? Aber in die Richtung haben wir doch geguckt gehabt. Das war doch da das Häuschen. Und die. In der Richtung habe ich doch dort den Strand abgesucht gehabt. Okay. Da war, genau. Oh, komm weg hier. Genau, hier war das, was ich gerade gesagt habe, dass es dieser Sandstrand ist, der mir so bekannt vorkommt. Ach, ich hätte da lang gehen müssen. Okay. Ah, guck mal, das ist auch das. Wir waren die ganze Zeit fast. Hä? Momentchen mal. Sind wir nicht hier lang geschwommen? Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich noch mehr raus als davor. Jetzt verstehe ich die ganze Welt nicht mehr. War das da jetzt das Häuschen, wo wir gerade die ganze Zeit dran, immer wieder dran vorbeigeschwommen sind? Das Hexenhäuschen? Oder nicht? Wieso habe ich die Stelle hier nicht gefunden? Ich bin verwirrt. Komm, egal, egal. Schnell weg, schnell weg. Da, schnell weg. Bevor ich hier noch Suizid werde. Ach komm. Danke. Oh mein Gott. Das war ja. Was zur Hölle ist hier gerade geschehen? Meine Bluetooth-Verbindung hängt ein bisschen hinterher. Bei mir kommt das Audio verzögert an. Na super. So, wir waren hier auf dem Dach zu schaffen. Hierfür brauchten wir ganz viel von dem Dschungelholz. Genau. Dann können wir gleich mal hier die Bäume einpflanzen. Da kriegen wir nämlich noch mehr Dschungelholz. Und wenn wir da schon mal dabei sind, die Bäume einzupflanzen, kann ich hier irgendwo runter, ohne zu sterben? Können wir nämlich gleich mal noch mehr Dschungelholz anpflanzen, anbauen und dann ernten. Wie war denn das? Kann ich das einfach so machen und dann wächst ein großer Baum? Ja, ne? Irgendwie so war das doch. Dann nehme ich nämlich den. Was? Jetzt bin ich raus. Genau, da wollten wir Kakao anbauen. Bei so einem Baum. Wenn ich noch ein bisschen mehr Holz habe und das hier kommt erstmal alles weg, weil hier baue ich nämlich jetzt, Melonen an. Ganz viele schöne Melonen. Wassermelonen all day long. Oder noch eine Idee besser. Ich nutze nur die Reihe hier für Wassermelonen. Weil die wachsen ja eh immer zur einen Seite. Da können die hier gerne zu dieser Seite hier wachsen. Und du kannst hier. Oder oh, macht das Sinn? Eigentlich macht das nicht wirklich Sinn. Tja, wenn ich wüsste, welche Präferenzen die Dinger haben. Weil die wachsen ja, wenn sie in alle Richtungen Platz haben, wachsen die immer in eine Richtung.
Jetzt habe ich hier gegessen. Das war nicht so gut. Das da. Rechenzähne. Ich mach einfach mal alle hier. Nein, ich glaube, das war zu viel. Das war viel zu viel. Ja, nee, so viel zu viel war es gar nicht. Drei sind noch übrig. Ja, Hashtag läuft doch. Wenn jetzt natürlich in die Richtung hier wachsen würden, dann wäre es natürlich gar nicht mal so schlecht. Und wenn sie in die Richtung wachsen, dann muss ich sie alle nochmal abköpfen und eins weiter nach darstellen. Und wenn sie nach links, also nach zu mir oder zu mir von mir wegwachsen, dann ist ganz behindert. So wie du. Weg. Ich kann sogar Schafe umbringen und bekomme dafür XP. Bei Tieren, die sich nicht wehren können. Geil. Finde ich voll in Ordnung. Das ist mein Verständnis von Experience sammeln. So, okay. Dann lassen wir die Dinger da mal wachsen. Und wir nehmen uns jetzt mal ganz viel Bone Meal. Da haben wir eine ganze Menge von. Bone Meal war hier mit drinne. Nicht? Wo war das denn? Achso, hier sind die ganzen Blöcke. Und die Knochen, die haben wir hier noch drinne. Okay, dann machen wir mal damit ein bisschen Bone Meal. Ach, da kriegen wir mal drei. Ich mach mal erstmal sechs. Mal gucken, ob das überhaupt bei dem großen Baum anschlägt. Oh, der ist ja schon gewachsen. Das ging ja schnell. Ich dachte, der braucht viel länger. Ja gut, das ist natürlich brauchbar. Das ist natürlich sehr geil. Gut, dann haben wir jetzt ganz, ganz viel Holz. Dann baue ich jetzt hier so einen, denn wenn, sobald der hier abgeholzt ist, baue ich dann den nochmal auf, aber nur drei hoch und packe dann an die Seiten die ganze Kakao ran. Ja. Das ist ja geil. Guck mal, den einen Baum baut er hier so komplett sauber nach oben ab und den zweiten macht er hier so komplett stückelweise. Mal hier, mal da, mal überall. Ist ja auch ein bisschen komisch. Aber komplett random. Sehr suspekt. Sehr suspekt, das Ganze. Alles so, Papi. Oh, das ganze Holz. Es tut so gut, das ganze Holz auf den Kopf zu bekommen. Ah, schön. Yeah. Massenhaft Goodies. Achso, siehst du, wollen wir das überhaupt hier pflanzen? Also hier den Baumstumpf hinbauen? Direkt bei unserem Haus wäre es doch günstiger. Hier ist doch das Feld. Ich mach das mal hier hinten hin. Hier so. Hier macht es ungefähr viel mehr Sinn. Wenn ich jetzt hier unser Tropenholz nehme und jetzt sage. Ja, hier so. Ja, mache ich den 4 hoch oder nur 3 hoch? Ach, ich mache 4 hoch. Achso, kommt ja gar nicht mehr rauf, ne? Scheiß jemand dann. So. So, und da kommt jetzt der ganze Kakao ran. Ich habe leider nur 10. Muss erstmal reichen. Passt doch. Jutchen. Und dann können wir da hinten, wo der Baum war, tatsächlich einfach wieder weitere Bäume anpflanzen, ne? Ungefähr. Weißt du was? Ich stehe auf Vielfalt. Das heißt, ich werde auch mal hier unseren komischen Schwarzbaum, wo der auch immer jetzt gerade ist. Hab ich diesen Schwarzbaum-Sapling weggeworfen? Also in unsere Kissen geworfen, meine ich doch. Holz, wo ist denn Holz? Oh mein Gott. Ja, habe ich. So, und so Gott will. Ronny, bist du gläubig? Vielleicht war das denn?
Kriegen wir hier wieder mindestens ein Sapling raus. Im schlimmsten Fall kriegen wir von dem Baum gar kein Sapling mehr. Dann ist die Spezies ausgestorben für uns. Na gut, ich meine, wir könnten uns neue... Guck mal, da hinten ist direkt ein Baum. Könnten wir uns neue Bäume suchen von der Spezies? Da ist einer. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir einfach hier von dem noch ein paar mehr Saplings bekommen. Ach komm, leck mich. Ich renne da jetzt hin und pack die Bäume hier ab. Die sehen sowieso hässlich aus. Die stören dem Antlitz hier. Da ist noch einer. Ich meine, das Holz ist schön zum Bauen, aber ich will die Bäume hier nicht rumstehen haben. So schön sehen die Bäume dann auch nicht aus. Hier sind noch die beiden. Die da hinten, die sind doch irgendwo egal. Der ist ja auch noch einer. Warum gibt es davon so viele? Warum kann hier nicht ein wunderschöner Dschungel sein? Obwohl, lieber nicht. So wie es beim Dschungel stockert. Dann hätten wir die ganze Zeit die Stocker-Party. Und der hat auch so Party. So, du kommst auch noch ab. Und die lasse ich da mal stehen. Habe ich Stuff zum Essen dabei? Ja. Damit ich mal wieder ein bisschen rennen kann. So, der ist auch schon gewachsen. Die sind beide schon gewachsen. Digga, was ist denn da los? Jetzt sagt mir nicht, dass auch die ganzen Melonen schon gewachsen sind. Den würde ich jetzt hier direkt ausflippen. Ah, die sind zumindest schon mal alle... Ja, doch, die sind schon alle dunkelgelb. Lol, als ob. Alle deutlich. Nur manche. Ah, okay. Okay. Sehr interessant, wie schnell das ganze Zeug hier wächst. Ja. Sehr geil. Gut, ich bezahle das gleich wieder weg. Net to know. So, dann haben wir ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen Stuff. Siehst du, können wir aus den Seedingern da was machen? Oh, jetzt haben wir schon 5 Seiten. Sehr gut. Kam mir was Neues dazu? Wow, ein blaues Bett. Wann hatten wir blaue Wolle? Ach, man kann hier doch einfärben. Ah, lol. Okay, man kann die Betten einfärben. Nee, man kann auch die Wolle einfärben. Okay, man kann sie aber nur in die... Also so wie im Echten. Also aus weißer Wolle kannst du blaue Wolle machen. Aber aus blauer Wolle wieder weiße Wolle. Gut, könnte man im Echten auch mit Bleichmittel. Aber halt jetzt halt nicht mit weißer Farbe. Weil mit weißer Farbe kriegst du blauen Stoff nicht weiß. Sondern höchstens hellblau. Let to know. Weißes Bett mit Knochenmehl zu weißem Bett. Ich verstehe gerade den Sinn dahinter nicht. To the snow, dass das so ist, oder ist... what the fuck? Obsidian-Boot? Willst du mich verarschen? Wie geil ist das denn bitte? Wie krass geil ist das denn bitte? Ich will mein Leben zurück. Cool. Finde ich in Ordnung. Kann man machen. Was ist denn das hier? Schleimblock. Bleh. Schleimt immer so. Ja, Kürbis, wir können... Melonen meine ich doch. Wir können ganz viele Melonen machen. Wir haben bei so gar keine Axt mehr in der Hand. Ups, naja, könnte mal passieren. Ein Schild. Achso, mit Eisen, okay. Oh, TNT können wir auch schon machen. Wollen wir das? Was ist denn das hier? Smith Table. Ein Schmiedetisch? Okay. Okay, das werden wir mal direkt mal bauen. Ich bin mir daran interessiert, was man damit alles machen kann. Schraubenzieher ist in Arbeit, schade. Warum überall Lichtstärke 1? Was heißt das? Leuchten die? Hä? Also offensichtlich nicht, aber... Okay, das hier können wir auch mal bauen. Wir werden mal hier so diverse Sachen bauen. Das klingt alles sehr, sehr interessant. Also das Ding hier klingt super interessant. Das Ding klingt super interessant. Smoker.
Benutzt Brennstoff, um Dinge zu schmelzen oder zu kochen. Ja. Wir werden mal hier so ein paar Sachen bauen. Das klingt alles sehr interessant. Oh, es wird dunkel, by the way. Alter, wo kriegen ja Sachen hier alle hin? Ist immer noch nicht fertig? Doch, ist fertig. So, jetzt mal ab hier, ab ins Bett. Ah, okay, die erste Melone ist gewachsen. Nach links und nach rechts. Was? Wieso das denn? Haben die nicht normalerweise eine Präferenz? Dass sie eine Richtung oder in die andere Richtung alle wachsen? Ich bin verwirrt. Oh, die ersten Monster kommen. Dann gehen wir mal gleich in unser Haus. Oh, die ersten Kakao-Dinger sind fertig. Sehr cool. So, neuer Wiedereinstiegspunkt gesetzt. Ach ja, wir hatten ja irgendwo extern geschlafen. Dann ist ja ganz gut, dass wir wieder hier einen Setzpunkt gesetzt haben. Alter, wie viel Holz wir jetzt haben. Holy moly. Ja, spätestens jetzt ist es gut, dass wir eine separate Holzkiste haben. Also erstmal hier ganze Scheiß auslagern. So, was kommt hier rein? Du kommst da rein. Sonst kommt da gar nichts rein. Da. Nee, halt, du doch nicht. Okay, und hier kommt der ganze das rein und das rein und der ganze Scheiß und der ganze Kack und alles. Hey, ist ja schon wieder dunkel. Haben wir nicht gerade geschlafen? Hä? Oder wollte ich gerade schon wieder hier auf Schlaf überspringen klicken und habe auf Schlaf abbrechen geklickt? Okay, die skippen leider nicht die Nacht. Die, ne, die wachsen nicht mit einem Sprung auf einmal. Schade. So, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Hier kommt die Hälfte weg. Oh! Da waren Kartoffeln drin? Warum waren da Kartoffeln drin? So, okay, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Zuallererst würde ich mich mal für das Ding interessieren. Viermal Holz und zweimal Eisen. Eisen haben wir zum Glück mittlerweile mehr als genug. Also mehr als genug jetzt nicht, aber genug halt, ne? So, wir brauchen insgesamt ganz schön viel Eisen und Holz. So. Ach ne, brauche ich meine Werkbank. Die hier. Schwupps. Und schwupps. So, du kommst nach da. Bam. So, dann gab es noch das Ding hier. Benutzt Brennstoff, um Dinge zu schmelzen. Und es gab noch das Ding. Ich würde sagen, wir bauen Dinge zu schmelzen, zu kochen, Dinge zu schmelzen, zu kochen. Das klingt halt bei allen dreien genau gleich. Was ist der Unterschied dazwischen? Hä? Gut, wir bauen dich mal hier ab. Und bauen die Dinger einfach mal in der Reihenfolge auf, wie sie auch hier im Buch auftauchen. Also erst das Ding und dann das Ding. Das heißt, dich, da brauche ich ganz viel Eisen und polierten Stein. Okay, das Ding scheint wohl sehr gut zu sein, was auch immer das ist. Und hier brauche ich einfach nur Holz. Aber also Baumstämme. Was macht der Hund hier drinne? Wie kommt denn der hier rein? Achso, siehst du, kann ich gleich mal hier das hier rausbringen. So, Upgrade Gear. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ne? Gibt's hier kein. Wieso gibt's hier kein Tooltip, keine Hilfe, kein gar nichts? Okay, fällt das schon mal gut an. Halt, du, da. So und so. Und dann jetzt du nach da. Bam. So, du kommst jetzt nach da, dann kannst du nach da. Und da kam einer, ich brauche politischen Stein. Haben wir noch einen. Ist ja geil. Polierter Stein, polierter Stein. Machen wir nochmal polierten Stein? Einfach Stein einschmelzen oder was?
Ich glaube ja. Smoker? Ofen. Smoker. Ofen. Also das hier sieht 1:1 gleich aus. Ja, wir brauchen erstmal, ich nutze mal bei dem weiß ich, wie er funktioniert. Ach, so Stein, muss nochmal gebrannt werden. Also gut, bevor ich jetzt hier ich komplett verbaue, kann ich die Dinger hier rekombinieren? Nee. Ich brauche also zweimal Cleanstone. Scheiß jemand an. Dann kommt. Ja, du nach da, du nach. Ach nee, da ist ja schon einer. Du nach da, brauche ich hier zweimal Holz. Und dann kommt der Steck gleich da rein. Was? Was mache ich denn jetzt hier? Okay, ich brauche Urlaub. So, jetzt du da rein. Man kann also raufklicken, während er gerade am Brennen ist. Das ist ja mal super dämlich. So, jetzt haben wir einmal. Und einmal brauchen wir noch. So. Okay. Und jetzt kommen die. Und jetzt kommen die alle. So. Der kommt in die Mitte. Und dann die kam da rüber. Okay, was zur Hölle bist du? Mein Freund. Das sieht halt genau gleich aus. Jetzt haben wir hier vier Sachen, wovon ich bei drei Sachen keinen Plan habe, was die jetzt anders machen. Bei dem weiß ich gar nicht, was die überhaupt macht. Bei den beiden sieht es halt aus wie ein normaler Ofen vom Interface. Sind die einfach nur schneller oder was? Oder brauchen die weniger Treibstoff? Also hier Brennstoff, meine ich doch. Ich habe jetzt aber auch nichts, womit ich die mal ausprobieren könnte. Womit könnte ich die ausprobieren? Ich könnte zum Beispiel das hier mal einschmelzen. Ja, das kann nicht schaden. So, wenn ich jetzt dich da reinpacke und jetzt mal hier ein so ein Ding nehme. Bam. Ja, ich glaube, das ist schneller. Oh, er ist viel schneller. Oder täuscht es gerade nur? Ja, und die Flamme hält doch länger. Okay, ja doch, der. Also der ist sowohl effizienter. Also, er brennt halt länger. Nee, andersrum. Er brennt halt schneller. Die Kohle reicht aber gleich lange. Weswegen ich mehr Eisen rausbekomme. Oder brennt der normale Ofen genauso schnell, die Dinger hier? Die Pfeile kommen jetzt sehr schnell vor, dass der durchrast. Gut, dann müssen wir jetzt die Zeit stoppen. Aber das scheint da hier ordentlich abzugehen. Ja, der ist genau doppelt so effektiv. Ja, genau doppelt so effektiv. Das heißt, statt 8 Eisen aus einer Kohle, bekomme ich 16 Eisen aus einer Kohle. Und lass mich raten, bei diesen sind es dann 12. Das wäre sehr interessant. Okay, nee, der macht was ganz anderes. Der macht was. Der scheint kein normaler Ofen zu sein. Smoker. Ist Smoker ein Wort, das ich nicht kenne? Google, hilf mir. Translate. Smoker. Englisch. Ist ein. Ach, mein Internet. Komm, mach hin. Ja, ein Ping von 1000 Millisekunden. Das ist geil. Ah, wird übersetzt. Raucher. Rauchabteil, Raucher. Ja, das bringt mich auch nicht weiter.
Dass Smoker Raucher heißt, ist mir schon klar. Aber ich dachte, es gibt auch noch ein anderes Wort dafür. Aber gibt's nicht, nur Raucherabteil. Minecraft Smoker. Smoker are used to cook food items twice as fast as... Ah, okay. And the counterpart is a blessed... Ah, okay. Okay. Aber warum haben die denn ein anderes Interface als die normalen Öfen? Also, wie ich das jetzt verstehe, ist... Smoker werden benutzt, um Essen doppelt so schnell zu, zu kochen, braten, also zuzubereiten. Ja, guck mal, hier haben die auch das normale Icon drinne. Hier sieht es auch genauso aus wie ein normaler Ofen. Dann ist einfach nur das Interface von Mindclone verkackt. Na, also auf jeden Fall ist das quasi wie ein normaler Ofen, nur dass er Essen, also dass er zum einen halt nur Essen machen kann, und das aber dafür doppelt so schnell geht. Und dieser Blast Furnace, den wir ja vorhin genutzt hatten, der scheint genau das Gegenstück zu sein, also laut Text hier, nur dass der aber halt kein Essen und dafür nur andere Sachen machen kann. Dafür die aber doppelt so schnell. Können wir mal reingucken, was der hier sagt. A similar to Furnace, but can smelt only raw ore. Ore blocks and ore tools armor made of iron, gold and chainmail. Blast Furnace serve as a counterpart of smokers, which are usually made for cooking food faster. Smelt equipment. Okay, hier steht aber nichts davon, dass er schneller ist als normaler Ofen. Ja, mal kurz. Mal weiterlesen. Vielleicht, which I use mainly cook for this master. Smelt equipment, eat one iron, okay, nuggets from the iron, once the item for our place in the glass, to finance and glass, items. Ah, hier unten steht's. The item, twice as fast. Also doppelt so schnell wie ein normaler Ofen. Okay, ja. Cool. Okay, das heißt, wenn ich die beide miteinander kombiniere, also diesen Blast Furnace und diesen Smoker, dann ersetzen quasi beide zusammen einen normalen Ofen. Nur, dass sie halt doppelt so schnell sind. Das heißt, ich brauche dann keinen normalen Ofen mehr. Oder gibt es auch noch Items, die von keinem von den beiden genutzt werden können? Ich lasse den normalen Ofen einfach mal da. Weil vielleicht gibt es ja auch noch Sachen, die von keinem von diesen beiden spezialisierten Ofen genutzt werden können. Das kann sein. Okay, interessant. Wir haben mal wieder was dazugelernt. Wie gesagt, es ist natürlich bloß schade, dass dieses Interface von dem Blaster so komisch aussieht. Weil wenn das Icon genauso, also das Interface auch so ausgesehen hätte wie beim normalen Ofen, der hätte man zumindest schon ein bisschen erahnen können, in welche Richtung das geht. Aber so konnte man halt mit diesen drei Feldern, die da waren, konnte man halt gar nichts anfangen. Naja, okay. Das soll es dann am besten mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Ging jetzt so knapp eine halbe Stunde, aber jetzt noch was machen lohnt sich einfach nicht. Von daher würde ich mal sagen, für die Folge, wisst ihr, wie viele Folgen habe? Eine Folge mache ich, glaube ich, noch. Ne, noch zwei Folgen. Das war jetzt gerade die sechste Folge. Okay. Gut, dann, bis dann. Bis zur nächsten Folge.